Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Oh, es hat ein bisschen gebraucht, bis es richtig geladen hat, aber wir sind da. Moment, aber wo sind wir? Das da ist. Wie ging's? Dadurch müsste der Aufzug sein. Genau. Und wir wollen hier durch. Bürger. Eine Seuche breitet sich in unseren Straßen aus. Wir können nicht untätig herumsitzen und zusehen, während die Krankheit unsere Gesellschaft beutelt. Moment, hier war schon drin. Ja genau, das ist der Druidenshop. Dann gibt es nicht mehr viel, wo wir noch nicht waren. Mit einem Haufen Protokolldruiden rum. Guten Tag. Im Namen der neuen Sith-Regierung wurde ich darauf programmiert, Sie zu ermutigen, Ihren Aufenthalt auf Taris zu genießen. Ich bin ein Protokolldruide und versorge die Bürger und Besucher von Taris mit Informationen aller Art. Wie kann ich Ihnen helfen? Was könnt ihr mir über die Sith erzählen? Auf Taris regieren neuerdings die Sith. Mir wurde gesagt, dass sie die Bräuche unserer Welt erhalten wollen. Mehr weiß ich auch nicht. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Wisst ihr etwas mit Banden in der Unterstadt? Die Tourismusbehörde von Taris rät dringend von Besuchen in der Unterstadt ab. Meiden Sie die Unterstadt, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Ja. Genau. Gibt es eigentlich einen Shuttle, mit dem wir von dem Planeten wieder runterkommen? Ich fürchte, das ist nicht möglich. Taris steht derzeit unter Quarantäne. Niemand darf den Planeten besuchen oder verlassen. Mit Ausnahme der Sith natürlich. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Wie kommt es, dass es hier fast keine Aliens gibt? Gut, ich meine, das haben wir schon öfter gehört. Außerirdische Rassen haben nur eingeschränkten Zugang in die Oberstadt. Dies ist eine alte Tradition, welche die Sith zu erhalten versprochen haben. Natürlich wurde noch niemand verhaftet, der sich ohne Visum in der Oberstadt aufgehalten hat. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Nein, danke, das ist dann erstmal alles. Nee, warte mal. Eine habe ich noch. Für wen arbeitet ihr? Ich arbeite für die Regierung von Taris und versorge Touristen und Bewohner mit Informationen. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Danke, nein. Dann entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss meinen Rundgang fortsetzen. Wir rennen in die Richtung, dann waren wir in die unterwegs. Händler. Sollte ich mal mit dem Händler sprechen? Vielleicht hat er ja eine Uniform. Ich glaube es zwar nicht, aber wer weiß. Die Sith sind halb so schlimm, aber ihre Quarantäne ruiniert mir das Geschäft. Ja, wenn du vor deinen Kunden wegrennst, dann natürlich sowieso. Partner? Mit Hilfe der Kampfmeditation. Oh, schade, das hätte ich gerne noch gelesen. Was finden wir hier denn so alles? Ein Druide, der am Reparieren ist. Wer bist du? Einfach nur ein Kind? Ein offener Bereich. Weitergehen. Hier gibt's nichts zu klotzen. Wo hast du die Sith-Uniformen versteckt? Hast du sie an die tarisianischen Rebellen verkauft? Rede! Ich will antworten! Sie erfüllt du! Sie in Judithaut! Ein Rajigut! Ein Tibian Golubia! Ein Laufvoll mit Lufta! Jojo! Was geht da drin? Oh, wovon? Reden die da Uniform? Ihr seid ein bisschen zu neugierig, Zivilist. Das geht euch nichts an. Ich kenne die Verhörmethoden der Sith. Das nimmt kein gutes Ende. Lüg mich nicht an, Scheißkerl! Wir haben ein Überwachungsvideo von dir, also fang endlich an zu reden, bevor ich dir das Hirn aus dem Schädel puste! Oh, der Commander verliert die Geduld. Nach dem letzten Verhör habe ich eine Stunde gebraucht, um meine Uniform wieder sauber zu kriegen. ja. Vielleicht war das Alien ja wirklich nichts? Haltet euch einfach raus, es ist besser für euch. Habt ihr meine Bewaffnung gesehen?
Ich werde nicht zulassen, dass ihr einen wehrlosen Gefangenen tötet, der vielleicht Uniformen hat. Wie bitte? Macht ihr Witze? Wie wollt ihr uns denn aufhalten? Zeigen wir diesen Zivilisten, was passiert, wenn man einem Sith widerspricht. Helle Seitepunkte erhalten. Ach, da ist ja noch einer. Die geheimen Weg, was ist das? Könnte ich eine dieser Uniformen haben? Ja, das könnten wir machen. Könnt ihr mich zu Gardon führen? Gut, das ist, ich sollte jetzt gehen. Na, schauen wir mal, ob ich da eine bei denen an einem Dings komme. Sith-Rüstung, sehr schön. Schallgranate und Geschicklichkeitsenhancer, sehr schön. Dann schauen wir noch in die Kiste. Computersonde, sehr schön. Teile, Credits, nehmen wir alles gerne. Und dann schauen wir mal in unser Gruppengepäck, was wir jetzt alles haben. Drei Splittergranaten, eine Betäubungsgranate, zwei Giftgranaten. Eine Schallgranate, interessant. Adhäsionsgranate, ist das, klebt die Zeugs fest. Und eine Kryogranate sowie einen Geschicklichkeit-Enhancer, einen Stärke-Enhancer und einen Verfassungs-Enhancer. Sag mal her, was macht das? Stärke für 4, plus 4 für gut. Sind allerdings noch weit davon entfernt. So, lass uns mal weiter hier durch. Frau, die alles gesehen hat, aber sich stumm stellt. Wieder ein leeres Apartment, aber da liegt doch was. Und da ist eine Kiste. Mit erstaunlicherweise Zeug drin. Das rauchen wir doch gleich mal aus.
Ihr habt nichts gesehen. Einfache Sicherheitstür. Hier leben also tatsächlich noch Leute. Was ist das? Aufzug? Nördliche Oberstadt. Sind wir da reingekommen? Nee. Doch. Dann sind wir hier einmal durch. Können wieder raus. Können uns hier... Nein, wir brauchen keine Pause. Aber was wir brauchen ist... Die Sith-Rüstung. Sag mal, benutze ich das Blastergewehr ausgewogen? Ich glaube nicht, ja. Doch. So, jetzt sehe ich doch sehr sadistisch aus. Damit müssten wir doch jetzt in die Unterstadt kommen können. Bei der Gelegenheit noch auffällt, nachdem wir jetzt so viel neues Zeug dazu bekommen haben, sollten wir vielleicht erstmal ein bisschen was verkaufen. Malix Ressourcen scheinen unerschöpflich. Niemand weiß, wer das macht. Davik meinte, ihr hättet eure Zahlung vergessen. Der Bundes ruft dein Tief und lasst euch hier kommen. Hier, ich habe 50 Credits, eine Anzahlung. Damit habe ich etwas Zeit gewonnen, oder nicht? Sorry, aber eure Zeit ist abgelaufen. Jetzt heißt es alles oder nichts. Davik kann keine Leute brauchen, die ihre Schulden nicht bezahlen. Aber so viel habe ich nicht. Wie kann ich euch Credits geben, die ich gar nicht habe? Ruf das doch hier vor. Ruf dein Geld tief. Hier vorne, du Riese, du Generalgewalt. Nein, Hilfe! Warum hilft mir denn niemand? Die bringen mich um! Ich weiß, dass wir vorsichtig sein müssen, aber sollen wir wirklich zusehen, wie sie das arme Schwein wegbringen? Moment mal. Sieht aus, als hätten wir hier einen Zeugen. Was ist los? Habt ihr das Abkommen vergessen? Ihr Sith, lasst uns bei Daviks Geschäften in Ruhe und wir lassen euch in Ruhe. Holla. Eines der wenigen Spiele, wo man auf die Uniform reagiert. Ich befehle euch, diesen Mann in Frieden zu lassen. Wir erhalten unsere Befehle von Davik, nicht von euch. Interessant. Du willst also wirklich sterben? Ich frage mich gerade, ob ich eine Granate benutzen kann. Oder ob der im Bereich ist, ich glaube es aber nicht. Das heißt, eine Granate. Vielen Dank. Ihr habt mir das Leben gerettet. Diese Kopfgeldjäger waren drauf und dran, mich mitzunehmen und umzubringen. Meine Frau hat mich davor gewarnt, bei Davik einen Kredit aufzunehmen. Ich nehme an, ihr Sith seid nicht alle so schlecht. Ich meine also, ich will keinen Ärger, wisst ihr? Ich gehe jetzt besser. Erfahrungspunkte erhalten, 250. Oh, und der hat die 50 Credits noch dabei von der Wanne. Sehr schön. Und du? Oh, auch nochmal 50 Credits. Die nehme ich gerne. So. Aber wenn die Leute mich hier schon automatisch für einen Sith halten, ist das nicht so geschickt. Das heißt, ich sollte mal ein stilles Örtchen, Plätzchen finden, wo ich mich schnell umziehen kann. Schnell. Ah! Verflixt, ich dachte, ich müsste dort auf die Tür klicken. Machen wir das schnell. Jetzt hier.
Kampfanzug, okay. Und jetzt zu dem Laden. Ja, war dort drüben. Warte mal, ist das da unser Haus? Ja, ich glaube. Hier ist der Gemischtwarenladen. Willkommen im Equipment Emporium. Die feinste Auswahl von Versorgungsgütern in ganz Taris. Wollt ihr einen Blick auf meine Bestände werfen? Danke, ja. Zeig mal. Aufgrund der Blockade der Sith konnte ich nicht alle Bestände wieder auffüllen. Aber ich führe immer etliche Dinge, die euch sicher interessieren werden. Mich interessiert vor allem, wie viel Credits ihr habt. Denn ich will verkaufen. Und zwar will ich verkaufen die beiden Blastergewehre. Nee, ein Blastergewehr. Ah, so, verkaufen. Nee. Doch, verkaufen. Eins ist verkauft. Den Vibroklinge-Prototyp möchte ich gerne behalten. Die normale Blasterpistole wird dann aber nicht mehr gebraucht. Und damit haben wir jetzt schon 484 Credits. Was könnte man kaufen und wie viel würde das kosten? Maximaler Geschicklichkeitsbonus plus 4. Tragen könnte ich das? Aber leisten kann ich es mir sowieso noch nicht. Also danke ich erstmal. Ups. Ja, ich weiß doch, dass das hier ist. Ah, jetzt weiß ich, wo das Problem lag. Meine Maus war da am Ende. So, jetzt habe ich wieder etwas Platz. Dann gehe ich also da wieder durch. Zieh mich um und dann schauen wir mal, dass wir in die Stadt runtergehen. Ach ja, aufheilen sollte ich mich auch mal. Aufheilen? Das kann ich beim Arzt tun. Dann muss ich kein Energiepack verschwenden. Kein Medipack verschwenden. So, Bernie ist klar. Schön, euch wiederzusehen. Bedürft ihr der Heilung oder einer Behandlung? Ich kann beinahe jedes Leiden direkt hier vor Ort behandeln. Bis auf die Rakgul natürlich. Ja, ich könnte ein wenig Heilung gebrauchen. Es dauert nur einen Augenblick, um eure Verletzungen zu untersuchen und sie dann entsprechend zu behandeln. Danke. Was hat mich das jetzt gekostet? Also wenn es mich gar nichts gekostet hat... Naja, ich weiß ja, wie ich ihm danken kann. Indem ich ihm das Serum bringe und das gedenke ich auch zu tun. Wir werden garantiert unten ein paar Sith-Trooper finden, die uns etwas spenden. So, Sith-Rüstung. Und wenn wir in einem Sith-Anzug sind, dann passt das sogar, dass wir mit der vorgehaltenen Waffe rumrennen. Das ist lustig, aber das Design erinnert mich echt an The Old Republic, an das MMO-Spiel. So.
Dran! Mist! Funktioniert doch. Eine ganze neue spannende Gegend zum Erkunden. Das, könnt ihr euch schon denken, wird ganz klar etwas sein, das wir in der nächsten Folge tun. Ich sage es erstmal tschüss und bis bald.